Der Bedarf an Nahrungsmitteln steigt. Auf der ganzen Welt. Auch in der DDR ist das so. Und es gilt, die ständig wachsenden Bedürfnisse der Menschen an hochwertigen Nahrungsmitteln aus eigenem Aufkommen zu decken. Die Anbauflächen. Nicht immer lassen sie sich erweitern. Eher das Gegenteil. Auch die Industrie braucht Land. Die Städte. Es gibt nur einen Weg. Intensivierung der Pflanzenproduktion, der Tierproduktion. Anwendung industriemäßiger Produktionsmethoden. Hierzu sind leistungsfähige Landmaschinen und landtechnische Ausrüstungen erforderlich. In spezialisierten Kombinaten werden große Tierbestände konzentriert und brauchen ständig Futter. Hochwertig und nährstoffreich. Und der Futterbedarf steigt. Die Lösung? Erhöhung der Nährstofferträge durch risikoarme Ernte- und Konservierungsverfahren zu agrotechnisch günstigen Terminen. Ein Mittel dazu? Das Maschinensystem Halmfutterproduktion und Verarbeitung des VEB Kombinat Fortschritt. Wir nennen sie die Schlüsselmaschinen in diesem System. Den Schwarzmäher E301 und den Feldhäcksler E280. Sie sind der Schlüssel zu einer effektiven Halmfutterproduktion und Verarbeitung. Das macht diese Maschinen zu Spitzenerzeugnissen. Sie sind universell einsetzbar, komfortabel in der Bedienung, ökonomisch und von hoher Qualität. Feldhäcksler E280. Er kann während der ganzen Vegetationsperiode von April bis November eingesetzt werden. Dafür sorgen die drei Ausrüstungsvarianten, Feldfutterschneidwerk, Maisschneidwerk und Schwadaufnehmer. Großvolumige Niederdruckreifen machen den Einsatz auch auf wenig tragfähigen Böden möglich. Das gilt auch für den Schwadmäher E301. Beide Schlüsselmaschinen können mit Sonnendach oder wie hier mit einer Fahrerkabine ausgerüstet werden. Die Kabine wird auf Wunsch mit einer Belüftungsanlage ausgestattet. Die Bedienungselemente sind übersichtlich und leicht zu betätigen.
Der verstellbare Sitz ist gut gefedert. Transportschwierigkeiten durch die großen Arbeitsbreiten? Bei diesen Maschinen nicht. Auch das Umrüsten ist leicht. Arbeitsgeschwindigkeit lässt sich durch einen Fahrvariator den Bestandsverhältnissen anpassen. Wenn erforderlich, etwa beim Anschneiden oder bei der Beeteinteilung, kann der Hänger hinter dem E280 laufen, im Anhängeverfahren. Sonst wird im vorteilhaften Parallelverfahren gearbeitet. Die Arbeitsbreite des Feldfutterschneidwerks ist 4,20 Meter. Der Durchsatz in der Grundzeit beträgt bei Welkgut bis zu 35 Tonnen pro Stunde, bei der Ernte von Silomais bis zu 80 Tonnen. Die Häcksellänge ist von 5 bis 90 mm, mit einer speziellen Häckseltrommel sogar ab 3,3 mm einstellbar. Solche Hangneigung macht weder dem E280 noch dem Schwadmeer E301 etwas aus. Einzelradbremsung und leichtgängige Lenkung verleihen den Maschinen eine hervorragende Manövrierfähigkeit. Die Ablagebreite des E301 lässt sich zwischen 1,20 Meter und 2 Meter variieren. Das bringt große Vorteile. Schnelle und gleichmäßige Trocknung des Schwads und die Anpassung an unterschiedliche Arbeitsbreiten der Folgemaschinen. Mechanische Aufbereitung des Erntegutes durch den Knicker verkürzt die Trocknungszeit, besonders bei blattreichen Kulturen. Die Nährstoffverluste sind geringer. Die Flächenleistung des E301 liegt um 300% höher als die herkömmlicher Mähwerke. Wir wollen diese Feststellung durch eine Demonstration erhärten. Zwei E301 bearbeiten ein Beet von 6 Hektar. Wir verfolgen den Zeitablauf. Nach 106 Minuten liegen 6 Hektar Luzerne auf Schwad. Die Flächenleistung eines E301 beträgt 1,7 Hektar pro Stunde in der Normzeit. Höchste Effektivität ergibt sich beim Komplexeinsatz der Maschinen, die die Voraussetzungen schaffen für industriemäßige Methoden der verlustarmen Ernte und Konservierung. Sie sind die Schlüsselmaschinen, die der VEB-Kombinat Fortschritt
für die Maschinenlinien des Maschinensystems Halmfutterproduktion und Verarbeitung herstellt. Die Maschinenlinie für Frischfutterernte. Mit ihr wird das Grünfutter für die tägliche Stallfütterung gewonnen. Nicht anwelkfähige und Kulturen, die aus Witterungsgründen nicht den erforderlichen Trockenmassegehalt erreichen, werden durch Frischsilierung konserviert. Besonders zweckmäßig sind großvolumige Transporteinheiten wie dieser Spezialhänger des Fortschrittkombinates. Die Maschinenlinie Welkguternte. Silierung von Welkgut verbessert die Silagequalität und erhöht deren Nährstoffkonzentration. Konservierungsverluste werden verringert. Als verlustärmstes Verfahren hat die Heißlufttrocknung von Welkgut Bedeutung. Auch hier Fortschritterzeugnisse. Mit den beiden Maschinenlinien zur Halbheuernte in Verbindung mit Kaltbelüftungsanlagen wird die Raufutterernte verlustärmer und weniger von der Witterung abhängig. In der ersten Maschinenlinie wird das Halbheu gehäckselt. In der zweiten Linie mit Fortschritt Hochdruckpressen zu Ballen gepresst. Effektivität und ökonomischer Nutzen von Maschinenlinien hängen weitgehend von den Schlüsselmaschinen ab. Der E301 und der E280 sind solche Maschinen. Schlüssel zum Erfolg.